Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest. Und wir sind in der Version 0.18 angekommen mit dem neuesten Update, wo es jetzt auch eine Map-Erweiterung gibt. Ja, es gibt eine Map-Erweiterung. So, jetzt werden wir erstmal schauen, die Sonne geht hier auf, dass wir uns hier ein wenig verpieseln und noch ein bisschen eben einsammeln. So, wir gucken auch, was ich sehr, sehr begrüße, auf jeden Fall unseren alten Spielstand mitnehmen. Und die Erweiterung der Map ist auch generell da. Wow. Zuck, zuck, nehmen wir alles mit. So, wir werden uns jetzt auf den Weg machen, um diese neue Map einfach zu schwubbelup, um Blick, einfach diese Map, wir nehmen alles mit, was hier ist, zu erkunden. Und da möchte ich die euch gerne vorstellen, weil die sieht, ich habe mal kurz reingeschaut, weil ich auch wissen wollte, halt, wir nehmen so viel mit, wie wir können, was da so alles auf uns wartet. Und das ist gigantisch, sage ich euch. Also man hat sich da wirklich diesmal Mühe gegeben und wirklich richtig gut was eingebaut. Die haben auch nochmal an der Grafik ein bisschen rumgeschraubt. Und es sind neue Tiere oder eine neue Tierart auf der Insel. Und das sind Krokodile oder ja, Alligatoren, wie auch immer. Sehen auch sehr, sehr gut aus. Ob sie jetzt bösartig sind oder nicht, kann ich noch nicht so genau sagen. Aber wir werden mal schauen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Da, 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 da. So, jetzt werden wir mal ganz schnell hier hochflitzen. Also wie ihr seht, sieht das schon alles richtig cool hier aus. Die Lichteffekte sind auch ein bisschen besser. Die Kollegen, unsere netten Nachbarn, sind jetzt auch etwas aggressiver. Sprich, sie werden jetzt versuchen, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Es soll auf jeden Fall funktionieren, dass sie unsere, sag mal schnell, unsere Behausung oder unseren Unterschlupf zerstören. Wir wollen hoffen, dass es nicht so weit kommt. Aber nun gut, wir gucken jetzt erstmal, dass wir in Richtung Strand kommen. Und dann werdet ihr schon im Hintergrund dieses richtig coole Map-Update sehen. So, jetzt sind wir erstmal hier. Okay, und da seht ihr schon, seht ihr da schon diese leichten... Oh, shit. Da ist diese Landzunge. Jetzt müssen wir nur hier aufpassen, dass hier keine Eingeborenen sind. Und da sind die Berge, da können wir jetzt hin. Wir müssen nur schauen, dass wir hier... Oh, es regnet. Hier vorbeikommen. Und dann können wir da auf jeden Fall wunderbar auf die neue Map flitzen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass hier keiner ist. Aber es sieht nicht danach aus. So, und da ist schon die epischen Berge im Hintergrund. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Und dann werden wir da auf jeden Fall weiterbauen oder was Neues aufbauen, weil wir können jetzt auch im Schnee bauen. Okay, die Sonne geht langsam, aber wir laufen genau Richtung Sonne. Wir haben auch keine Panzerung mehr, was natürlich auch nicht gerade ganz so dolle ist. Aber nun gut, wir laufen jetzt erstmal hier rüber. Das Wasser sieht auch nicht mehr so aus wie, sag mal schnell, wie Badewasser von 300 Mann, sondern hat man auch nochmal was dran getan. Finde ich sehr positiv. Neue Pflanzenarten sind hinzugekommen, etc. pp. Und auch Behausungen für die Kannibalen sind dabei. Die zeige ich euch auch direkt einmal, wenn ich sie denn auf Anhieb finde. Vielleicht sehen wir dann auch das erste Mal einen Alligator. Da sind die... Nee, noch nicht ganz, aber die sind, glaube ich, hier. Schwupp. Jetzt müssen wir eben gucken. Da ist ein Alligator. Da ist er. Ich glaube, der tut uns... Aber... Ne, der haut ab. Der haut ab, aber stark gemacht. Finde ich richtig geil. Und eine Schildkröte. Flüpp. Und... Schwupp. Okay. Die lassen wir jetzt in Ruhe. Das war der Alligator erstmal. Richtig cool. Und dann müssen noch hier irgendwo die... Da sind die Behausungen der Kannibalen da oben. Das ist das Kannibalendorf. Die wohnen also hier auf der Seite. Ganz komische Behausung haben die auf jeden Fall. Müsst ihr euch mal angucken. Also da unten haben sie ganz viel gesammelt auf jeden Fall. Aha, ein Stein. Und hier, da hängt ein Seil. Wow, da wollten sie jemanden aufhängen oder was? Nehmen wir mit. So, was haben wir denn hier noch? Also die haben auch hier noch ganz viel Klamotten rumliegen, die Kollegen.
Was natürlich auch nicht schlecht ist, wir könnten auch dem Flussverlauf hier nach, ins Landesinnere folgen. Ja, hier spinnen die Texturen ein wenig rum. Wir sammeln noch ein bisschen ein. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen weiter reingehen. Ja. Schwupp. Oh, hier haben sie einen aufgehangen, den sie schon. Den haben sie schon halb verspeist. Leckerchen. Also das sind die komischen Hütten von den Kannibalen. Wir gucken mal, wo wir jetzt am besten hinflitzen, um uns was Neues zu bauen. Also direkt bei den Kannibalen wollte ich das nicht, weil die finde ich extremst nervig. Und die sind auch ein bisschen aggro drauf, die Kollegen. Aber wir können jetzt hier schön rauflaufen. Und dann müsste auch gleich der Schnee schon kommen. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wo ist er denn? Es sieht auf jeden Fall richtig cool hier aus. So, dann haben wir hier so eine Anhöhe. Da können wir hier schön runtergucken. Wäre auch nicht schlecht, aber nö. Nee, hier will ich nicht bauen. Wir gucken mal, was wir hier noch so machen können. Ah, hier ist der erste Schnee. Finde ich mal richtig geil. Da oben ist ein Reh. So, dann gucken wir mal, wo könnten wir denn hier am besten uns. Oh, da hinten ist noch ein Dorf, ne? Warte mal, wir gehen mal gucken. Weil ganz so weit war ich ja noch nicht hier. Hat so viel Zeit hatte ich ja noch nicht. Und Eichhörnchen. Okay, schade. Wir gucken mal eben, was hier oben noch so ist. Auf jeden Fall finde ich das Update diesmal richtig geil gelungen und super geil. Oh, shit the fuck. Hier ist ein Dorf der Eingeborenen. Ist aber keiner irgendwie da. Okay, dann gehen wir weiter hoch. Oh, ein Wildschwein. Ein Wildschwein. Wir gucken mal, was es hier sonst noch so zu entdecken gibt. Dann gehen wir einfach ein bisschen weiter hoch und bauen da irgendwo was hin. So, irgendwie was Schönes, wo auch einiges an Bäumen steht, wäre nicht schlecht. Hier ist nochmal so ein kleiner Tümpel. Okay, da haben wir was. Wow, da sind die Berge. Das ist ja wohl mal richtig. Da können wir auch ganz hochkraxeln. Also ich war schon ganz oben. Ich bin da mal straight ahead hochgeflitzt und fand das einfach nur cool. Aber gut, da oben ist nicht so viel Möglichkeit zu bauen. Aber hier könnten wir schön bauen. Hier so auf der Anhöhe. Das wäre nicht schlecht, oder? So hier auf dem Platz. So im Schnee bauen. Wäre ja mal nicht verkehrt, ne? Bäume hätten wir hier auch ringsherum genügend. Dann gucken wir mal, was setzen wir uns denn hier hin? Start hier, oh, uns ist K. Crafting Guides. Aha, Procedure, yeah. Weapons. Ah, was haben wir denn alles? Okay, haben wir. Was haben wir denn hier als Shelter? Da haben wir das große Haus, da haben wir das. Warte mal, was haben wir denn? Haben wir da noch andere Shelter? Nee, noch nicht. Ist irgendwas Neues noch dazugekommen? Was haben wir hier? Sap Collector. Okay. Custom Stairs. Super. Dann haben wir das hier. Die Custom Walls. Das haben wir. Ja, das Floß soll jetzt auch zu lenken sein. Deerskin. Okay. Wire. Das sind Traps. Food and Water. Okay. Und das Floß. Effigies. Okay, was bauen wir uns? Da brauchen wir 82 Stinger für. Das könnte man sich ja mal hier hinzimmern. Warte mal. So, warte, so. Dann setzen wir das mal hier hin. Ja, das ist ganz cool. Und dann können wir hier ringsherum uns was bauen. Okay, gucken wir mal. So, jetzt werden wir erstmal. Oh, wir müssen dringend was essen. Und was trinken. Oh, wir haben nicht mehr viel zu trinken. Wir müssen dann gucken, dass wir noch eine Schiltus Krötus. Aber wir sollten uns vielleicht eine Feuerstelle machen, damit wir was essen können. So, das machen wir schnell. Nehmen wir das Ding hier. So, setzen wir hier hin. Okay. Supi. Supi. Wir haben ja noch genug Lurchis. So. Werden wir erstmal was essen und dann werden wir uns hier ein paar Bäumchen fällen
Und dann mal gucken, wie es denn hier so läuft. Und dann können wir hier die Gegend auf jeden Fall schön erkunden. Sollte jetzt nur nicht dunkel werden, weil das wäre gar nicht so witzig. Weil wir haben nämlich keinen Schlafplatz. So, ich würde gern essen. Hallo. Hallo? Hallo? Okay, essen. Zacker. Gut. Baumfällen. So, dann gucken wir mal. Die Axt soll jetzt auf jeden Fall auch besser geworden sein. Dann wollen wir mal schauen, wie gut die ist. Und zack. Zack. Nein, 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 du sollst nicht wieder abhauen. So, dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Okay, dann haben wir erstmal das. Okay, können wir nicht wegpölen. Ja, haben wir einiges zu tun, würde ich sagen. Bauen wir uns hier was ganz Neues auf der neuen Map und dann werden wir die auch direkt mal schön erkunden. Sehr schön. Nein, 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 nicht abhauen, nicht abhauen. So. Okay. Diese komischen Teile hier, die finde ich ja nicht ganz so prickelnd. Okay. Da steht wieder ein Wildschwein. Wir müssen ja gut aufpassen, dass uns hier keiner überrascht. So. Wir brauchen noch... Ach, nur noch 81. Ach, das geht doch. So, da fällt der nächste Baum mehr. Das geht ja diesmal. Ach, der Schwede ist ja der Hammer. So, zack. Und... Wo sind die anderen Bäume? Ah, da hinten. Lalalala. Ich glaube, hier können wir richtig gut was machen. Ich bin mal gespannt, wie das hier so läuft und wie so generell jetzt dieses Angriffsverhalten der Eierbären ist. Man weiß es ja noch nicht so wirklich, ob sie da wirklich angriffslustig drauf sind oder eher weniger. Schauen wir mal. So, dann hauen wir uns... Oh, da ist wieder ein Wildschwein. Da könnten wir uns ja auch mal das ein oder andere fangen, wenn wir was zu essen brauchen. So, schön rüberfallen. Jawoll. Ach, das... Wow. Alter, da werden wir hier von Bäumen mal schlagen.